Moin moin, es ist Sonntag und ich bin auf der Weg in mein Atelier, um das neue Recap aufzunehmen. Beziehungsweise gleich zwei oder vier, denn wir haben letztes Mal ja vier Folgen gedreht und die müssen ja alle noch von mir zusammengefasst werden und dann eingesprochen. Und hier bin ich jetzt gleich in meinem Studio. Jo, ist gar nicht so einfach, ich habe die Hände voll, muss aber hier noch durch ein paar Türen durch. So, hier habe ich auch meine Unterlagen mit dabei. Da habe ich ja immer meine schönen Notizen drin und für die Erfrischung ein bisschen Mate. Ja, und hier haben wir, ich mit dem Kollegen zusammen, mein Atelier gemietet, wo wir unsere Tonkabine drin haben. Denn das muss ja alles in einem schönen schallarmen Raum aufgenommen werden. Oh, gleich da, sehr gut. Oh, für die Nummer 5. Hier ist das gute Stück, die Sprecherkabine und mein Arbeitsplatz. Wir haben hier draußen auch ein paar Fensterchen drin, wenn wir mal jemanden aufnehmen wollen, dann kann man ihn auch sehen. Moin moin. Ja, und hier auf dem iMac wird das Ganze aufgenommen. So, abstimmen, so, zack, ach nee, hier anschalten. Jo, hier ist unser einer Teil der Audiotechnik, ein SPL Crimson 3. Da ist das Mikro angeschlossen und die Boxen. Und man kann ja auch schön die Lautstärke regeln, etc. pp. Und meine Rocket 5 Aktivboxen zum Abhören. Da haben wir natürlich zwei davon. Lysander Federkiel, größter Autor aller Zeiten. Klammer auf. 1,90 Meter, Klammer zu. Aha, da sind wir. So, hier kommen meine bisherigen Recaps. Folge 1 bis... Wir haben schon einige Folgen hinter uns. Folge 22. Und dann fügen wir hier einfach mal direkt die Folge 23 dazu. Zack. So, hier kommt Lysanders schlaues Buch. Das ist schon ein paar Folgen weiter. Wir sind bei Folge 23. Bei mir ist das Tag 23 durch 2, weil wir ja Folge 23 haben, aber nicht jedes Mal einen ganzen Tag gespielt haben. Das habe ich also immer durcheinander gebracht, aber funktioniert ja auch so. Gasthauserzähler. Ein Städter liest aus der nostrischen Kriegsposaune die wahre Geschichte vor, wird von den Gästen entfernt. Im Recap darauf eingehen, dass die Kriegsposaune ja schon lange verkommen ist und lügt. Hier die wahre Geschichte. Und so weiter. Genau, das werde ich jetzt erstmal schreiben müssen. Das sind so meine Notizen. 5 AP haben wir bekommen. Level up. Genau. Und wenn ich das geschrieben habe, wird's vertont. Städter haben in diesem Gasthaus nur eine Aufenthaltserlaubnis. Insofern sie sich ordentlich am Knat gütlich tun. Oder wenn ich die Meinung eines Städters hören will, so fahre ich in die Hauptstadt. Ich muss ja auch immer darauf aufpassen, dass ich nicht länger werde als 7 bis 8 Zeilen. Das sind dann ungefähr, naja, 45 oder sagen wir 55 Sekunden bis eine Minute länger möchte ich immer nicht werden. Und das ist manchmal eben gar nicht so einfach. Ja, deswegen streiche ich den ganzen ersten Teil. Whoop. So. Wenn ich die Meinung eines Städters hören will, so fahre ich in die Hauptstadt. Hier in diesem Gasthaus ist die einzige Wahrheit jene, die in meinem Buch geschrieben steht. Die in meinem Buche. Mach mal, das klingt älter. Was ist denn noch passiert? Kampfturnier. Orasilas als weißer Ritter gegen den Baron Burkadal kämpft im Barborin-Stil. Versucht immer, Orasilas einzuschätzen, aber ist nicht erfolgreich. Orasilas gewinnt ruhmreich. Ich muss ja auch ein bisschen entscheiden, was erwähne ich überhaupt in dem Recap, was ist wirklich wichtig und was nicht. Und da muss ich immer etwas filtern. Also es ist wirklich sehr viel Inhalt für meine 7 bis 8 Zeilen. Deswegen werde ich gerade noch mal ein bisschen überlegen müssen. Kehren wir also zurück zum Turnier. Orasilas
traf auf Geron von Burkedal oder so ähnlich. Ich weiß ja nie, wie Heiko das eigentlich geschrieben haben möchte, aber egal. Zerschmetterte Rondra-Krieger. Den Krieger, der ebenfalls Rondra geweiht war, ist halt zu lang, ne? Um seinen Ruhm. Das klingt ein bisschen langweilig. Es ist so eine Erzählung, ne? Zerschmetterte den Rondra-Krieger um seinen Ruhm vollständig. Rum. Er steht ja sowieso rum. So. Ich werde am Ende wahrscheinlich nochmal kürzen müssen, weil es einfach viel zu lang wird. Aber so arbeite ich immer und breche es dann immer ein bisschen weiter runter. Jetzt, wenn ich das hier versuche, mal so live meine Gedanken nachvollziehen zu lassen, ist es sowieso so, dass ich eher längere Sätze hinschreibe, die ich dann wieder lösche, was ich sonst nicht so in dem Maße mache. Da sitze ich länger da und grübel und grübel und grübel und tippe da mal einen Satz und so. Aber ich wollte euch hier ein bisschen den inneren Prozess auch zeigen, wie ich ein bisschen ausfiltere und zu meinen Formulierungen komme. Jo, den Teil schmeiße ich raus, ist mir zu lang. Schätzen Frau Etor. Während des Schaukampfes von Schnubbeldub übergab Lysander einen gestohlenen Degen. Manchmal muss auch eine Pause sein und deswegen haben wir hier unsere Kaffeemaschine. Das gute Stück wird jetzt einen Kaffee für mich zubereiten. Natürlich sind die Dinger immer leer oder überfüllt oder sonst was. Bleh. Zack. Ja, natürlich immer voll. Die Espresso-Maschine auf dem Herd wäre einfach schneller. Das ist gut, das ist gut. Doppelten. Es geht doch nichts über ein schönes, kühles Guinness, um sich für eine Geschichte inspirieren zu lassen. Jetzt habe ich schon eine ganze Menge geschafft, nämlich das und das ist alles schon weg. Jetzt kommen wir zur Siegerehrung. Wie ihr seht, es sind nur noch 2 Zeilen frei, maximal. Also wird da wohl oben gekürzt werden müssen. Ich habe ja hier mein kleines Intro mit der Meinung des Städters. Das ist so ein bisschen, das gehört nicht zur Zusammenfassung. Das will ich ja als Einwurf des Erzählers wieder mal machen. Mal gucken, was draus wird. Der weiße Ritter aus Ehrfurcht. Schwert. Würde ich wieder so einen Währendsatz machen. Das ist doof, hatte ich oben schon. Ein geheiligtes Schwert zurück. Arborn. Arborn. Ich weiß nicht, ob der mit oder ohne R geschrieben wird. Arborn. Ein Schwand. Zornig ist zu wenig. Wütend. Todesstechenden Blick. Tödlichen Blick. Ja, tödlicher Blick, warum nicht? Ein Dämonling. Als die Geistin. Gibt es Geist und Geistin? Frau aus der Kugel. Klingt noch ein bisschen scheiße. So, das hat jetzt 9 Zeilen. Und die muss ich jetzt noch ein bisschen zusammenkürzen, auch ein bisschen schöner texten. Das mache ich jetzt mal ohne euch. Und dann könnt ihr gleich das Fertige hören, wenn ich es einspreche. Bis gleich. Also es hat mich jetzt noch mal so 15 bis 20 Minuten tatsächlich gekostet, den Text noch mal richtig umzumodeln. Ihr werdet ihn auch kaum wiedererkennen. Dafür bin ich damit jetzt zufrieden. Er hat jetzt 10 Zeilen statt 8. Und jetzt gehen wir in die Kabine und ich zeige euch mal, wie ich das Ganze aufnehme. So, hier bin ich jetzt in meiner Tonkabine. Und das sieht dann so aus. Einmal umdrehen. Da ist der Monitor jetzt etwas überstrahlt. Aber da kann ich jetzt den Text von ablesen und hier in diese schöne Neumann TLM 103. Ja, TLM 103 werde ich jetzt meinen schönen Text sprechen. Im ganzen Land herrschte die stille Gewissheit, dass die nostrische Kriegsposaune seit langem zu einem lügenverseuchten Schandblatt verkommen war, aus der zu zitieren nur die simpelsten der Simplen wagten, und dass die reinste wahre Wahrheit einzig im Grow, dem Gasthaus zum rollenden Würfel, zu finden war. Also höret. Geron von Burkadal lag im Staube Salzas. Der weiße Ritter aus Stahl triumphierte auch an diesem Tage und nahm zum gerechten Lohne seinen schmerzlich vermissten Rondra-Kamm entgegen. Unter dem finsteren Blick dämonischer Augen stolzierte Arborn, der Dieb und Spender der Siegestrophäe, davon. Lysander überreichte Knöperkalle ein völlig legal erworbenes Florett, es im Fürstenpalast zu platzieren. Derweil Orasilas zwei Liebenden im Zweikampf zu Ehre und Ehe verhalf. Wie sagte mein Vater selig doch immer, heirate oder heirate nicht, du wirst es bereuen. Jo, das war meine Aufnahme.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, zu sehen, wie ich zu meinem Recap komme. Abonniert uns, gebt uns ein Like und ich hoffe, wir sehen uns bald. Bis denn. Ciao.